Jetzt gibt's hier ein Streitgespräch, Freunde. Weiter. Habt ihr eine Frage? Du bist so süß. Ab jetzt bist du mein Buh. Was hältst du von anderen Substanzen? Yo, was geht ab, Leute? Du Herzlich willkommen zu einem Video von Yezid. Digga, ich würde mich ja mal freuen, wenn ich selber mal auftreten würde. Schreibt mal rein, ob ihr sehen wollt, ob ich auch selbst mal auftrete, Freunde. Heute geht's darum, Freunde, wir wollen herausfinden, ob Künstler oder wie viel sie trinken. Wir haben, Freunde, einen Alkoholtest dabei. Das ist er nicht. Wir haben einen Alkoholtest dabei, Freunde, und wir werden wieder herausfinden, wie viel Rapper vor ihren Auftritten trinken, Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal rein. Was ist denn hier, Digga? Nette Damen und Herren, let's go. Babahose? Ja, was hast du für eine Babahose? Alter, was hast du für eine Babahose, mein Edler? Ich hab mir die extra bestellt, Digga. Welche Größe? Alter, ich weiß nicht. Guck mal kurz lang. Wo sieht man das? Hier von hinten, Digga. So ein Anblick ist auch was ganz Tolles, Digga. Alles war das dein Auftritt, Bruder? Bruder, wir waren gerade schon drauf bei Pagel. Ach, du warst mit dabei? Wir hatten die Ehre, bei Pagel kurz die Bühne zu stürmen. Dann haben wir unseren gemeinsamen Song Nie gesehen performt. Ja, check das ab. Weißt du, was das hier ist, mein Freund? Bruder, das sieht aus wie Alkoholtest. Ja, Bruder, willst du da mit? Ja, ey, kann schon. Echt? Boah, geil, Digga. Hast du schon was Intus? Erstmal vorne rein, Digga. Ey, das soll das Gerät jetzt entscheiden, ja, alle. Ihr habt mich 12 Stunden, Bruder, zu spät getroffen. Digga, ich sag nur Luft holen und dann reinblasen. Genau, weiter. Okay. Boah, ich bin gespannt, Digga. Gucken wir mal rein. 0,0, Alter. 0,0? Ich bin auf euch, oder was? Digga, gar nichts, oder was? Hä? Ich hab aber einen sehr, sehr großen Mokka-Latte-Intus. Einen hohen Mokka-Latte-Intus. Checkt alle Mokka-Latte von Cello ab, die ab. Ich grüße meine Brüder von Hotblatt. Ja, Mann. Digga, du Werbevideo, okay, Digga. Ey, ja, mein Freund. Ich hab sie gesehen und dann hab ich sie in den... Digga, ist das echtes Eis oder was ist das? Natürlich ist das echtes Eis. Ja? Hast du heute schon was getrunken, mein Freund? Ein bisschen, aber nicht so viel. Wollen wir machen? Ja, komm, mal rein. Vorne rein? Das ist doch verrückt, oder? Digga, hier ist das Mikro, ne? Sonst hört man nichts. Digga, geh richtig nah ran. Du eine Sau, Junge. Okay, reicht. Ich hab noch nicht so viel getrunken, ne? 0,6. Ist das viel? Nee, das ist wenig. Ja, guck. 2 Mischen nur. Digga, mach mal einmal noch mal hier. Dann meinte sie, du bist so süß. Ab jetzt bist du mein Bu. Und ich nur so, nee. Ich bin nicht dein Bu, ich bin dein... Bad Bitch. Savage. Ich muss ein bisschen lieber sein. Letztes Mal, ich war auf so einem Event gewesen, Digga. Ich durfte nicht mehr filmen, weil die mich rausgeworfen haben. Es war ganz schlimm, Digga. Deswegen versuche ich heute... Aber, Bruder, darf ich was fragen? Bist du 6'5 Goons? Genau, der. Zeig doch mal her die Zähne. Ja, Digga. 0,0, Digga. Was hältst du zu von... Geil. Ich unterstütze was nicht. Aber sonst läuft... Alles gut. Mädels. Alles gut, Bruder. Ein Alkoholiktest. Ja, du machst YouTube, ne? Ja. Ja, aber ich feier dich. Genau, weiter. Oh, das machst du aber auch schön, Digga. 0,62, Digga. Das ist nichts. Ist das okay? Du bist momentan sogar der Führende. Ja? Der andere hatte 0,61. Ja? Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich muss dir wirklich sagen. Bruder, es geht los. Dabei. Wann soll ich dich nochmal fragen? Bruder, so in anderthalb Stunden. Okay, dann bin ich ja da. Danke dir, Bruder. Bias Baby Boy. Es geht, Bro. Digga, alles gut? Ja, safe. Du hast am Samstag erst deinen Auftritt, ne? Ja, safe. Wie ist es, wenn man so lange auf den Auftritt wartet, Digga? Bruder, man ist schon ein bisschen angespannt so. Aber keine Ahnung, hat doch seinen Spaß trotzdem, weißt du? Safe, ja. Alle meine Jungs sind hier, Bruder, das ist wie Klassenfahrt, weißt du? Wir chillen zusammen. Mann, es ist echt wundervoll, meint er, die Kulissen zu schnuppern, Digga. Bias Boy, Digga, wie sieht's bei dir aus? Guck mal, ich hab eigentlich einen Alkoholtest, ne? Wir haben schon davor gequatscht. Du hast gesagt, willst du nicht? Nee. Was hältst du? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab eh keinen Alkohol getrunken, weißt du? Ja? Ja, ich weiß mal. Und andere Substanzen sind die im Spiel, oder wie? Ist man da auch offen für, oder? Ich? Allgemein. Also ich glaube, Berlin ist auf jeden Fall sehr offen dafür so. Aber ich glaube, andere Städte nicht so. Kommt halt drauf an, wo man ist so, weißt du? Und der Bruder ist Berliner, deswegen wissen wir Bescheid. OMG! TikTok-Legende! Digga, wir sneaken uns jetzt einfach mal rein. Hä? Wieso? Digga, ist schon lustig. Wenn man am Eingang nicht reinkommt, geht mal über einen anderen rein. Digga, Mainstage, guck mal. Heute ist ein guter Tag. Guck mal, wir fragen die Künstler, was die vor ihrem Auftritt getrunken haben. Nichts getrunken. Ein Wasser und eine Cola. Ja? Trink keinen Alkohol vor ihrem Auftritt. Das es wird zur Routine und es wird schlecht. Ich könnte es überprüfen, aber da bist du. Digga, ich glaube immer die Lüge. Die schwindeln mich ein bisschen an. Oh jo, Digga, so, mach mal an. Wir machen den so. Digga, ihr seid echte Rockstars, Digga. Ich sag euch ehrlich, Digga. Und dann trinken wir noch ein Wodka Bull. Ja? Weil Müdigkeit
einkickt. Sollen wir das mal überprüfen, wie viel dabei rumkommt bei euch? Ja, Alkohol. Ich habe nicht so viel getrunken. Ich geh rein. Ich habe sehr wenig getrunken. Das sah gerade ganz anders aus. Ja, das Ding ist, ich habe so eine Sekunde vorm Auftritt noch geschlafen. 1,4, das liegt aber daran, Digga. 1,42, weil du gerade Bier über dich und deinen ganzen Körper. Bruder, ich hab grad Bier getrunken. Vor einer halben Stunde bin ich auf 3,0, Bruder. Nüchtern, glaube ich. Nüchtern? Ja. Mit Adrenalin und so, du weißt das, Digga. Diese Punkte, alles weg. Ich sag's 0,5 oder so. Ja. Ich hab da vor der Show 2 Bier, dann das war's. Dann auf der, keine Ahnung, auf der Bühne. Ja, dann hast du alles wieder rausgeschwitzt. Wir gucken gleich, es dauert hier noch ein paar Sekunden. Was hältst du von anderen Substanzen? Digga, warte. Ja, Bro, also so, alles im Maßen ist gut. Aber nicht übertreiben. Jeder muss für sich gucken und alles im Maß nicht übertreiben. Wir warten gespannt aufs Ergebnis. 0, das stimmt. 0,3. Oder? Los, Tschüssi. Nein, ist okay, Bruder. Weiter so. Hey Bro, was geht ab? Ich mach mir kurz noch eine Zigarette hier an. Ich schreibe auch ein bisschen lauter. Sobald Kamera an ist, so, yo, was geht ab? Du hast schon was gesippt, ne? Wir sind ja zusammen hier, Bruder. Allgemein Drogenkonsum, wie sieht's bei dir sonst so aus? Bro, ey, ich hab jetzt 2,5 Wochen überhaupt nicht gesoffen auch so, weil ich echt viel gesoffen habe. Ich habe auch tatsächlich sehr viel geballert und so, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber das Geile ist, Bro, ich habe komplett geschafft, dieses Ballern komplett sein zu lassen. Wenn du es sehr lange machst, so, dann zeigt so von dir die schlechtesten Seiten und so. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass es so ist und ich habe es komplett geschafft, es sein zu lassen und habe auch wirklich eine Zeit lang geschafft, komplett gar keinen Alkohol zu trinken. Natürlich jetzt Bleisticker, ich trinke mir einen rein. Einmal deinen Song kurz, Fuck Love, Digga. Fuck Love. Das sieben, warte. 0,85, Bruder. Okay, Bro, ich sag dir, ich kann dir auch noch klar reden. Ich hab schon gekotzt, ich hab gestern schon gesagt, nur 4 Stunden gepennt, Digga. Deswegen gegessen, Digga, ich hab gekotzt, ich dachte mir, hab ich überhaupt gekaut? Die Nudeln kamen auf jeden Fall im Ganzen raus, so. Was soll ich sagen? Na klar. Da ist sie, Katja. Katja. Alles gut? Das war's auch schon wieder. Katja, eine Frage. Ganz kurz bitte. Ja. Wie ist bei dir? Apropos chillen, Digga, fragen die Jungs, ob die Alkohol getrunken haben. Ich habe auch nichts geraucht, gar nichts. Ich bin komplett clean. Wir sind vor einer Stunde angekommen. Nicht kiff, trinken. Normalerweise würde ich jetzt testen, Digga, aber du sagst, du willst dich ein bisschen runterkommen, ein bisschen ausruhen vor dem Auftritt. Wie stehst du allgemein zu anderen vor dem Auftritt? Ich sehe ja, viele Jungs sind hier ein bisschen am Start. Da bewegt sich auch mal der Kiefer, ganz komisch. Sie sollen sich das reindrücken, wenn die sich gut fühlen oder so. Aber so als Vorbildfunktion ist halt scheiße. Deshalb am besten halt vor der Cam gar nichts machen. Warum denkst du, machen die das? Vor dem Auftritt, keine Ahnung, nach dem Auftritt einfach runterzukommen. Kopf abschalten. Es gibt viel Trubel. Dann gibt es hier, einer gönnt nicht, einer das. Und dann musst du noch hustlen nebenbei. Du musst auch irgendwie mal komplett Kopf abschalten. Das geht halt meistens nur durch Substanzen. Du kannst auch meditieren oder sonst irgendwas versuchen. Ne? Ist jedem selbst überlassen. Wir müssen noch mal eine zweite Runde von ihm mitnehmen, Freunde. Der Typ, der kommt gar nicht klar. Der ist wirklich jetzt 1,4. 1,4. Um wie viel Uhr? Das ist aber ein Zahn von gestern. Digga, wir haben 16 Uhr. Boah, 1,4 ist schon viel, Digga. Da bin ich. Ey, deswegen, ich mal auch gleich das Interview nur mit Sonnenbrille, Digga. Ich kann nicht mehr reden. Ich sag, Bruder, ich hab vor, ich geh hin. Dann von 16 Mal, ich sag, ey, yo, ich bin hier bei TV Straßensound. Ja, ich will die ein bisschen... Normalerweise, das Video heißt so, wie viel trinken Rapper? Bei dir hätte ich jetzt einfach gefragt, Digga, wie viel isst du? Boah, ich esse sehr viel auf jeden Fall, wie man sieht. Mir geht's gut. Mein Bauch ist hier, Bruder, voll. Du weißt doch Bescheid. Also ich glaube, du sollst auch ein bisschen mehr essen. Aber ich sag ehrlich, Bruder, du bist Playboy, Bruder. Bei dir steht das. Ich schwöre, Leute, wir sind alle Menschen. Wir leben unser Leben. Wir sind auf Chilling. Steht dazu, Alter. Ich finde das so voll toll, Digga, wenn man einfach Humor hat und einfach mal drüber ein bisschen über sich lachen kann. Ich habe Segelohren, ich habe eine große Nase, Digga. Ist immer noch ein bisschen groß. Quatsch, Bruder. Aber du bist ein harter Typ. Ich bin dieses Jahr auf Tour. Kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr mich sehen wollt, live und ja, Mann. Leute, wir müssen noch mal auf jeden Fall abchecken, wie viel so die anderen Leute hier so vertragen oder was die so allgemein ballern und poppen. Wer sind Sie? Ich bin Klaus. Klaus? Ja. Ich wollte mal ein bisschen fragen, was die Jugend hier ballert, um richtig auf dem Festival hier mal so abzugehen. Was die Jugend so ballert? Was meinst du damit? Die trinken, ob die spliffen oder ob die so eine coole Tröte haben wie Sie. Wie funktioniert der ganze Spaß? Das ist ein ganz normaler Vaporizer. Sind da auch Drogen drin? Oder was machen Sie hier? Ich mache hier das Baggerlicht. Ach so, ist der Baggerer. Baggern Sie auch mit dem Frauen? Baggerfahrer. Ich habe einen Baggerpass sogar. Kann man damit Frauen klären, mit dem Baggerpass? Ich hab's noch nicht probiert. Sonst aber ballern tun sonst nichts außer Vaporizer. Nee. Oder wir wollen eigentlich herausfinden, was die Leute hier so poppen und ballern. Wie? Das heißt... Hä? Bruder, ich bin schon voll weg, Alter. 2,41. Boah, das wäre schon wild, ne? Haut das hin, Digga? Und was poppt ihr sonst so hier? Hier reinpusten. Nee, hier ist ein Alkoholtester. Ist das ein Mikro? Ja, warum kommt immer so nah, Digga? Ich heiße Zoe aus Dresden. Okay. Und wie viel hast du heute schon getrunken? Nicht so viel. Na, das kommt mir ein bisschen anders rüber.
Was ist denn los? Nicht nur Alkohol ist hier im Spiel, kann das sein? Doch, doch, nur Alkohol. Warum? Du bist so nah an mir dran. 1,09. 1,09. Bruder, du bist der Tänzer des Jahres, kann es sein? Das heißt Tänzer des Jahres. Komm, ein spontan Move, Digga. Wo ist Jane, Digga? Ja, im Dschungel, denke ich mal, oder? Du siehst schon so aus, als ob du vielleicht mal teilweise mal ein bisschen was spliffst. Ja, ja. Sind da auch andere Sachen im Spiel mal manchmal? Nur hier Festival, Digga, alles was geht, Digga. Also, ja, guck, man geht ein bisschen ab, man bleibt ein bisschen länger wach, Digga. Wie viel trinkt man denn hier so auf dem Splash? Boah, sehr, sehr viel. Save eine Palette, Alter. 1,7. Ja, okay. Ich Glückwunsch, Digga, hast du gut gemacht, mein Freund. Danke, du meinst aber das hier? Nee, was ist da passiert, Digga? Hab ich gut gemacht, oder? Ja, Fahrradunfall, Vorderrad blockiert, geflogen. Eine Mischung aus Adler und Elefant habe ich gemacht. Ja, und jetzt Chicken Wing, ne? Ja, jetzt bin ich Chicken Wing Robocop. Wie sieht es aus? Wir wollten eigentlich die Artists immer fragen, ob sie Alkohol vor ihrem Auftritt konsumieren. Wie ist das bei dir? Ah, ich war früher ein ganz Schlimmer. Yeah. Ich habe auch schon Sachen erlebt, so auf die Bühne und dann so gelallt. Aber ey, ich habe sportliche Texte, die ich machen muss. Jetzt maximal ein Desperados vor der Bühne so und dann gib ihm. So für ein bisschen locker. Und danach wird Party gemacht. Andere Ah, maximal Sportzigaretten, aber ich mache gerade ehrlich gesagt eine Pause. Ich bin richtig stolz auf mich. Erste Mal seit immer. Erste richtige Pause. So. Ich versuche mich gerade sauber zu halten, gut zu essen. Und dann direkt, ja, zu viel Sport da. Nee, ist der andere Ausgleich. Nicht zu viel von den Substanzen, auf keinen Fall. Also eigentlich gar keine Substanzen, weil ohne seid ihr fitter, ohne habt ihr mehr drauf, kriegt ihr mehr hin. Auch wenn ihr es am Anfang nicht glaubt, ihr müsst nur probieren. Jetzt gibt's hier ein Streitgespräch, Freunde. Freunde, ich muss euch ja sagen, ich hab's gesehen, ich war ein bisschen der Ehre verletzt. Vielleicht wiederholen wir nochmal, was wir gerade gesagt haben. Freunde, ich habe mich sehr, sehr, sehr angegriffen gefühlt nach dem ersten nach dem ersten Interview, da ich tatsächlich seinen Content leider nicht kannte, Digga. Und ich wusste nicht, dass der Bre zu allen ein bisschen, ich sag mal, frech ist und was rausholen will. Deswegen war ich ein bisschen sehr, sehr sauer, Digga. Aber now... Nein, Digga, wir sind gut. Komm, gib mal Hand, Digga. Damit ist das geklärt, so. Ich muss aber auch aufpassen. Ich muss auch mal selbst reflektieren. Ich bin manchmal ein bisschen drüber. Kommen aber jetzt zum Hauptthema. Und zwar wollten wir eigentlich herausfinden, Digga, wie viel die Acts drinne haben. Yes, ich glaube, ich habe noch nicht viel drinne, aber we testen it. 0,7. Ich haut hin, Digga, gefühlt setze ich mich noch ans Auto, Alter. Sind da manchmal andere Sachen im Spiel? Früher ja, jetzt seit 1,5 Jahren clean von Tabletten und jetzt seit 1,5 Monaten clean auch von Opiaten, also... dem pinken Zeug, mit dem man mich noch auf dem Boxkampf gesehen hat. It's over with that, man. Clean wave, bruh. Do not take drugs. Do not take drugs, kids. Und wo fickt es einer am meisten, wenn man Opiate jetzt nimmt? Überall. Ihr denkt, das High ist cool, aber alles andere ist scheiße. Alle Menschen um euch rum sehen euch als Zombie an. Wenn ihr morgens aufsteht, seid ihr am Kotzen. Keine Droge der Welt lohnt sich für den Entzug der Droge. Glaubt mir. Just don't take drugs. Ich könnte auch schon fast sagen, das ist Ende des Videos. Nochmal eine kleine frohe Botschaft, dass man sich hier noch vertragen hat. Hell, ich wünsche euch auf jeden Fall das Beste, Digga.